Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zum letzten Video in diesem Jahr. 2020 war, glaube ich, für viele, viele Menschen ein richtig, richtig schwieriges Jahr und auch für mich war es ein hartes und schwieriges Jahr. Das liegt ganz einfach daran, dass dieses Jahr jede Menge neue Sachen passiert sind und vor allem Dinge, mit denen die einen oder anderen vielleicht niemals gerechnet haben, dass so eine Pandemie auf uns Menschen hier zukommt, auf der ganzen Welt, dass wir gemeinsam Herausforderungen bestehen müssen, dass jeder für sich selbst Herausforderungen meistern muss und auch ich musste die ein oder andere Herausforderung in diesem Jahr meistern. Dennoch war es eins der besten Jahre überhaupt bisher. Wir haben es alles so geschafft, wir sind immer noch hier, es ist Ende des Jahres und wir sind immer noch hier. Und das sagt uns einfach, dass wir alles schaffen können. Wir haben dieses Jahr ganz gut überstanden und wir sind immer noch am Leben. Für mich ist besonders wichtig, dass sich dieses Jahr einiges für mich gezeigt hat. Die Zeit, dass man viel alleine zu Hause war, dass man viel Zeit alleine verbracht hat, hat einem die Möglichkeit gegeben, viel über sein Leben im Ganzen nachzudenken und dass man auch über sich selber nachdenkt, dass man darüber nachdenkt, was habe ich im Moment für ein Umfeld? Was möchte ich für ein Umfeld haben? Wo bin ich jetzt? Wo möchte ich hin? Und wie kann ich das Ganze erreichen? Mir wurde sehr gezeigt, dass ich auf einem richtigen Weg bin. Jetzt im Endeffekt rückblickend betrachtet, habe ich viele, viele Dinge gelernt und mir sind viele, viele Dinge klar geworden. Mir ist klar geworden, dass ich nicht falsch bin, so wie ich bin. Mir ist klar geworden, dass ich das, was ich mache, auch wirklich machen möchte und dass ich nichts anderes machen möchte. Ich denke, diese Erkenntnisse sind schon sehr, 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 sehr wertvoll. Ich glaube, wir kommen alle zusammen aus diesem Jahr stärker und tougher heraus, als wir reingegangen sind. Ich glaube, dass wir nächstes Jahr hoffentlich irgendwann wieder zu einer Normalität kommen können. Und ich hoffe, dass dann die Menschen auch die Normalität, das Normale, das eigentliche Leben einfach mehr zu schätzen wissen. Ich hoffe, dass viele Menschen ein bisschen weggekommen sind von dem Konsum, ein bisschen weggekommen sind davon, sich ständig zu betäuben, mehr dahin gekommen sind zu mehr Bewusstsein und sich mal ein bisschen mit sich selber auseinandergesetzt haben. Ich hoffe, dass hier die Zuschauer, eure Menschen, eure liebsten Menschen in eurem Leben, dass es denen gut geht. Ich bin sehr dankbar dafür, dass es meinen liebsten Menschen in meinem Leben gut geht und dass trotz einer Pandemie bisher toi 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 nichts weiter passiert ist, außer dass man finanziellen Schaden davon getragen hat. Und wir haben alle ein Dach über dem Kopf, wir können essen, schlafen, uns geht's gut. Und ich hoffe, dass einfach nächstes Jahr einfach noch viel, viel besser wird. Es ist viel Luft nach oben, auch auf diesem Kanal hier wird es definitiv hoch hergehen, weil ich habe einige Pläne. Und wer weiß, wo wir Ende des Jahres stehen, nächstes Jahr. 2021 steht vor der Tür. 2020 darf jetzt gehen, wir können uns verabschieden. Und ich hoffe einfach, dass nächstes Jahr richtig Knaller wird. Wir haben hier 1000 Abos geschafft. Ich habe eine Podcast gegründet. Wir sind auf einem guten Weg. Die Community wird immer größer. Ich danke jedem Einzelnen auf diesem Kanal, der hier zuschaut. Und zu guter Letzt habe ich natürlich ein bisschen die Highlights zusammengeschnitten. So ein bisschen rückblickend nochmal alle Videos von diesem Jahr. Ist natürlich nicht jedes kleine Video reingekommen, aber die meisten sind doch irgendwie in einem kleinen Schnipsel drin und vielleicht, wenn ihr mal zurückschaut in den Videos, vielleicht erinnert ihr euch an das ein oder andere Video und seht das und denkt, wow, in der Zeit war ich noch an dem und dem Punkt und jetzt bin ich hier. Seid dankbar für das, was ihr habt, geht mit einem guten Gefühl ins nächste Jahr, seid nicht traurig, dass das Jahr vorbei ist, habt keine Angst vor dem, was jetzt im nächsten Jahr auf euch zukommt. Nehmt es an mit offenen Armen, mit offenem Herzen und wir sehen uns dann im nächsten Jahr. Ich wünsche euch alles Gute, guten Rutsch und bis zum nächsten Video im 2021. Viel Spaß beim Zusammenschnitt. Wenn du gerade das allererste Mal zuschaust, lass mir gerne ein Abo da. Wir sehen uns in jeder Woche in einem neuen Video. Bis dahin, macht's gut und ciao.